liebe Videofreunde, wir sind noch in Norwegen und zwar in der Nähe von Moss. Da sind wir gestern hingefahren. Michael hatte einen Stellplatz über Park for Night ausgesucht. Der ist auch recht schön, aber wir werden den nicht verlinken, weil hier steht eigentlich Camping verboten. Wir sind dann gestern spätabend hier angekommen, schon fast im Dunkeln. Und ja, sind einfach stehen geblieben. Es wollte auch keiner was von uns. Aber so ein richtiger offizieller Park for Night Platz, weiß ich nicht, ob das ist. Deswegen lassen wir das mal lieber mit dem Verlinken. Ja, also der Platz als solches ist ja schön. Direkt am See. Hier sitzen Leute und angeln. Das ist ja Norwegens Lieblingshobby, das Angeln. Ja, und hier haben wir gestanden heute Nacht, also total ruhig und schön im Wäldchen an einem See. Ja, heute Morgen ist uns noch ein kleines Malheur passiert. Und zwar war die untere Schublade, wo ich meine Töpfe drin habe, die hat nicht mehr richtig geschlossen. Wir dachten, es liegt was dahinter, weil es ist uns schon zwei, dreimal passiert, dass in dem Fach hinten was hintergefallen ist, aber war nicht. Auf jeden Fall mussten wir das ganze Ding komplett ausbauen und Michael hat es auch nicht mehr hundertprozentig jetzt ordentlich reingekriegt. Müssen wir zu Hause nochmal richtig neu machen. Das war jetzt ein bisschen zeitaufwendig gewesen. Deswegen ist es schon wieder Mittag, bevor wir hier loskommen. Aber manchmal kommt es eben anders, als man denkt. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, heute früh bei Zelten loszufahren, aber ging dann halt eben nicht. Deswegen werden wir uns jetzt mal ein bisschen sputen. Und jetzt geht's weiter Richtung Schweden. Wir wollen versuchen, heute bis Helsingborg zu kommen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Stress machen wir uns aber keinen. Nun starte mal los hier, dass wir mal hier vom Platz kommen. Das will ich nicht mehr. Bleiben wir hier. Ich würde auch noch eine Nacht hier bleiben. Hier ist schön. Also es war ruhig und alles. Aber es ist echt... Es ist schweinekalt draußen. 3 Grad. Es wird immer kälter anstatt wärmer. Was? 3 Grad? Oh, ich war jetzt nur kurz draußen, um das nochmal ein bisschen aufzunehmen. Also meine Finger sind bald abgefroren. Oh, ne? Das scheint zu funktionieren. Kalt. Was scheint zu funktionieren? Die Batterie. 13,8 Volt wird geladen. Mhm. Also geht jetzt alles? Scheinbar, ja. Naja, das wäre ja... Die Batterie geht. Was geht denn nicht? Vorsicht. Na, die Schublade. Ja, aber das kriege ich hin. Schublade. Ja, Schublade, das war heute echt doof. Da ewig rumgefummelt da. Ein bisschen mehr Zeit, aber jetzt hier. Und der Wasserhahn. Unser Wasserhahn im Bad, der ist total locker. Der muss auch gemacht werden. Naja, das ist so. Bei Benutzung passiert halt eben doch mal was, ne? Ist halt so. Trotzdem sind wir mit unserem Autochen absolut zufrieden gewesen jetzt. Ne? Also es hat sich super fahren lassen, auch im Schnee, ne? War gut, auch wenn es mal ein bisschen glatter war, war gut griffig gewesen. Die Reifen waren also gut, wir haben ja die gleichen wie Kai. Und hat sich wirklich gut fahren lassen, wir haben nicht einmal Schneeketten gebraucht. Obwohl man die aber unbedingt mitnehmen sollte, das ist schon wichtig. Aber wir haben sie echt nicht gebraucht. Und es war immer warm bis auf die Heizung, aber da haben wir herausgefunden, an was es liegt. Das war übrigens unsere letzte Übernachtung in Norwegen. Ist vorbei. Ja, hier scheint es einen Militärflughafen zu geben. Eine Militärmaschine. Wie ihr sagt, die üben. Starten und landen. Er kennt sich da ja aus. So, wir fahren jetzt nochmal tanken. Wir haben Tatsache eine Tankstelle gefunden, wo es noch 2 Euro kostet. Das muss man sich auch mal überlegen, dass man sich über 2 Euro tanken will, Freund. Ja. Feuer. 50 Liter, 100 Euro. Passt.
So, jetzt kriegen wir noch schön die Scheiben geputzt vom Servicepersonal. Gut, dass er das nicht gehört jetzt. Fein. Hier, da noch. So, heute gönnen wir uns mal. Och, das Kind ist müde, guck mal. Ja. Heute gönnen wir uns mal einen Hamburger mit Pommes. In Schweden kann man es halbwegs bezahlen. Man braucht heute Abend nicht kochen. Ach, das ist auch mal schön. Lässt du mir auch noch was drinne? Bitte? Lässt du mir auch noch was drinne? Schauen gut aus. Die Pommes auch schön knusprig, ne? Schaut auch lecker aus. Ja, hallo, guten Morgen, guten Tag, wie auch immer. Herzlich willkommen in Dänemark. Ja, wir sind immer noch an dem Yachthafen hier in Dänemark. Ich sitze gerade im Auto, ich halte euch nochmal rum. Hier haben wir ja gestern Abend gestanden und hatten einen sehr schönen, gemütlichen Abend gestern. Das war mal schön. Wir haben mal Fernseh geguckt und Brotzeit gemacht und war richtig urig und schön. Hatten noch einen tollen Sonnenuntergang hier. Und jetzt wollen wir mal versuchen, in die Stadt reinzufahren nach Kopenhagen. Und mal gucken, ob wir da irgendwo einen Parkplatz kriegen. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Aber hier sind wir doch ein Stück entfernt und müssen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und das ist mit Hunni immer ein bisschen schlecht. Von daher werden wir jetzt mal probieren, im Städtchen einen Parkplatz zu kriegen. Hoffentlich. Ich wollte Kopenhagen ja schon immer mal besuchen. Wir haben es ja schon mal probiert auf dem Rückweg von Norwegen. Aber da hat das nicht geklappt. Und jetzt wollen wir es heute mal versuchen. Und die Bedingungen sind perfekt, das Wetter spielt mit und jetzt wollen wir mal hoffen, dass das klappt, wenn der Herr da hinten mal fertig ist, dass wir losfahren können. Wie sieht's denn aus? Wie ist denn die Lage da hinten in der Kajüte? Geht gleich los. Geht gleich los, na dann. Ja, also hier gibt es auch Duschen, weil der Herr des Hauses ist heute wie neu.
Ja. Das Bärtchen gestutzt, die Haare frisch gewaschen, geduscht. Oh. Ja, wenn du duschen willst, musst du die Karte aufladen. Sonst kriegst du kein Wasser. Was heißt das? Na, du musst dir hier eine Karte ziehen. Diese Chipkarte. Mit der, na, erklär mal richtig, wie das geht. Du gehst an den Automat, bezahlst ja für deine Nacht. Ja. Da kriegst du eine Chipkarte, mit der kannst du die Sanitäranlagen benutzen. Okay. Und kommt die automatisch dann raus, diese Chipkarte? Ja, okay. Damit kannst du auch deinen Strom beziehen hier vorne. Aha, ja, da gibt es Stromsäulen. Und dann steckt man da die Karte rein, oder was? Dann steckst du deine Karte rein, dann sagst du, wer du bist, welches Ding, und gibst einen Betrag ein, wie viel du haben willst. Okay. Und diese Karte musst du aufladen da vorne an dem Automaten, wo du sie ausziehst. Und wenn du duschen gehst, brauchst du die auch, weil einmal kommst du sonst nicht in die Sanitärräume und zum Zweiten, wenn du duschen willst, musst du die reinstecken. Und dann wird dann während der Dusche wieder abgezogen. Da ist ein Knopf, wo du einen ausschalten kannst. Die läuft also nicht die ganze Zeit. Okay. Wenn du ausschaltest, hört das Ding auf zu laufen. Ja, und wenn wie lädt man die Karte auf? Na, mit einer Kreditkarte bezahlst du da im Automaten. Und dann kannst du dir den Betrag selber aussuchen. Also du zahlst nicht hinterher das Verbrauchte, sondern du musst vorher schon bezahlen. Du bezahlst vorher und wenn du fertig bist und ein Guthaben hast, dann gehst du hin, das habe ich auf ihn auch gemacht, steckst die Karte rein und dann wird das Guthaben zurück auf deine Kreditkarte geladen. Aha, das ist super. Ja. Okay. So, los geht's. Der sieht ja auch heiß aus, der Bulli, hä? Heißverkäufe vielleicht? Ist ja gut, Karin. Hast du gut gemacht. So, nachdem wir Margarete einen Besuch abgestattet haben, beziehungsweise ich, sie hat mir sogar ihre wunderschönen Kronjuwelen gezeigt, sind wir nochmal durch die Stadt gefahren und haben versucht, nochmal in der Altstadt einen Parkplatz zu bekommen. Aber das war schier unmöglich. Heute früh ging's noch, ne? Heute früh war besser, hätten wir uns gleich da hinstellen sollen. Und dann haben wir mal in diese Passage geguckt, wo die bunten Häuser sind und die Boote da stehen. Und oh nein, Leute, sowas habe ich ja seit langem nicht gesehen. Das sind Massenwanderungen da. Jesus, war das voll, gell? So, und jetzt guckt euch das mal an hier. Hilfe! Nee, also da ist das, nee, da gehen wir nicht hin. Das machen wir nicht.
Also wir haben uns, ich habe mir das Schloss angeguckt, von innen auch ein bisschen, also was sie da so zeigen, halt Museum. Ansonsten haben wir noch einen schönen Spaziergang zum Schloss gemacht, ne? Ja. Und Michael ist dann zurück und wir hatten, währenddessen ich im Museum war, und wir hatten hier so einen schönen Stellplatz ganz in der Nähe, oder Parkplatz besser gesagt, von der Jungfrau. Und da gibt es einen super leckeren Feinkostladen mit lauter tollen Sachen. Ja, und da haben wir uns jetzt auch noch ein bisschen was geleistet, haben gerade einen schönen Lunch? Ja. Haben gerade einen schönen Lunch gemacht und jetzt fahren wir aus Kopenhagen noch raus und fahren Richtung Geza weiter. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja. War schön gewesen, ne? War das optimale Wetter heute für so eine Stadtbesichtigung? Ja, ja, 10 Grad wärmer wäre auch schön gewesen. 10 Grad wärmer, naja gut, ich fand's angenehm, weil durch die viele Lauferei tun ja nicht so schnell die Füße weh, wenn es nicht so warm ist. Also sind schon ein bisschen was gelaufen heute. Ne, war schön. War gut, dass wir das gemacht haben. Ne? Jetzt geht's weiter. Ja. Und Margarete ist ja meine Lieblingskönigin und deswegen wollte ich ja unbedingt mal nach Kopenhagen. Und jetzt habe ich endlich sie besuchen können. Aber von den Kronjuwelen hat sie mir nichts abgegeben. Wir hätten uns wenigstens zum Mittagessen einladen können. Ja. So, dann los. Guck doch mal, was wir für ein schönes Plätzchen gefunden haben. Jemand steht hier noch mit uns, ganz kurz eingeblendet. Ja, so ein schönes Plätzchen haben wir heute Nacht gefunden. Ein Stellplatz von Park for Night. Direkt am Wasser. Oh, einen Schwan haben wir auch. Dann kann der zweite nicht weit sein. Herrlich. Traumhaft schön. Am südlichsten Punkt von Dänemark sind wir jetzt. Vorgestern waren wir am südlichsten Punkt von Norwegen. Heute sind wir am südlichsten Punkt von Dänemark. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Mal gucken, ob man den Hühnergott findet. Hier sind die richtigen Steine dafür. Ich habe einen Hühnergott gefunden. Hier. Ich kann durchgucken. Ich habe einen gefunden. Das bringt Glück. Cool. So. Hier ist er, der südlichste Punkt. So, der Einzige, der mit uns stand, fährt jetzt fort. Und damit stehen wir jetzt hier ganz alleine auf weiter Flur. So, liebe Videofreunde, hier ist jetzt eine kleine Anleitung zum Kochen, falls ihr zu doof seid, das selber zu machen. Bist du blöd oder was? So, liebe Friedjo-Freunde, Videofreunde. So, liebe Videofreunde, heute gibt's das letzte Essen. Das letzte Essen?
das letzte selbstgekochte Essen von dieser Tour. Weil, falls wir morgen noch irgendwo hinfahren sollten, gehen wir morgen Abend essen, weil dann sind wir in Deutschland, dann können wir uns das wieder leisten. Falls wir morgen noch leben nach dem letzten Essen. Oder so. Es gibt wieder wie am Anfang, wo wir weggefahren sind, Spargel. Spargel mit Bio, Schweinelachssticks und Kartoffeln. So haben wir angefangen, so enden wir. Und so, das habe ich auch noch gefunden für meinen Mann. Als Nachtisch. Ha? Als Nachtisch? Mit Sicherheit. Ja, unsere Tour ist jetzt fast zu Ende und wir stehen an so einem wunderschönen Platz hier. Oh, ist das schön. Hier in Goethe, mal nicht da an diesem Hafen, sondern direkt am Meer. Schön. Wir haben einen ganz tollen Sonnenuntergang erlebt noch. Also hat alles gepasst. War ein schöner Tag heute gewesen. Jetzt lassen wir es uns noch schmecken. Und mal gucken, ob es uns morgen noch mal irgendwo hintreibt oder ob wir heimfahren. Aber das entscheiden wir morgen. Gerne? Ja. So, auf dass wir einen schönen Urlaub hatten. Die Polarlichter gesehen haben. Na, das war doch was, oder? Ja. Mehr haben wir uns vorgenommen. War unser Wunsch gewesen, dass wir sie sehen. Und wir haben sie gesehen. Ja. Und wir hatten überhaupt einen schönen Urlaub gehabt. War heute auch noch mal ein schöner Tag. Dann lassen wir uns mal schmecken, unser letztes Essen. Ne? Amen. Und? Kling! Stößchen! Kann ich jetzt weiter essen?